Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Resident Evil 4. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben bei einer relativ Scheißstelle, denn jetzt kommen wir zu den Iron Maidens, vor denen ich ein bisschen Panik habe, weil erstens die Geräusche, die machen, sind einfach total ekelhaft und zweitens, die haben eine Reichweite zum Killen, das ist Wahnsinn. Und ich habe einen Gast dabei, der aber nicht sieht, was ich spiele. Leider Gottes. Servus, hier ist euer Dax. Ja, genau, mit dem ich jetzt öfter Videos mache oder der öfter in Videos von mir dabei sein wird. Ich hoffe, dass mit der Aufnahme klappt soweit alles und es leckt nicht, wenn es total leckt, dann Es leckt nicht, wenn es total leckt. Also, wenn es total leckt, verzeiht mir das. Wo bin ich denn hier gerade? Zum Glück studiere ich Deutsch. Ja, das knapp aber gerade gar nicht. Es leckt halt, wenn es leckt. Ach, da kommt sie, die Iron Maiden. Na, Bombe. Ich versuche sie, weil das Problem mit der Iron Maiden ist, ach, ich hasse dieses dieses Thermogerät, durch das ich da durchsehe. Weil die Iron Maiden, das Problem an der Iron Maiden ist, sie hat hinten auf dem Rücken noch ein Blagas. Glaube ich. Bist du jetzt tot? Du wirst nicht wissen, mein Freund. Ich würde jetzt am liebsten auch gerne spielen, weil du jetzt gerade spielst. Ach, ich hasse dieses Teil. Oh fuck. Schieß! Mann! Leon! Danke. Ich weiß nicht, wie oft ich gerade auf diese Iron Maiden geschossen habe, aber die ist echt hässlich. Die mag dich halt. Und weißt du, was lustig ist? Irgendwie läuft es gerade flüssiger als je zuvor. Das liegt an der Dax-Aura, verstehst du? Das kann durchaus sein. So, die Iron Maiden ist besiegt. Es war leider nicht die letzte. Ich hasse... Ja, aber ich hasse sie. Also die Iron Maidens sind echt schlimm. Ja, man spricht doch so oft so gerne von einer Hassliebe. Nicht bei den Dingern, also zumindest ich nicht. Weil das Schöne an denen ist, oder das Schlimme an denen ist, wo bin ich denn hier eigentlich gerade? Und was mache ich eigentlich hier? Da scheint Gewebe zu sein, aber wovon? Mach's kaputt und find's raus. Gewehrmunition. Ach, ich habe doch genügend Munition vorhanden. Das ist in Resident Evil so ein kleines Wunder, so viel Munition, wie ich habe. Aber, oh, ich sehe rotes Kraut. Das möchte ich mitnehmen und direkt kombinieren. Aha, rotes Kraut mit grünem Kraut vermischen. Was kommt dann daraus? Grün-rotes. Aha, und das tut man dann in einen Pep einwickeln und rauchen? Nein, das machen wir natürlich nicht. Wir würden sowas natürlich nicht tun. Schön. Ja, also die Iron Maidens kommen, da kommen noch ein paar. Vor allem, es kommen noch welche, wenn... Wo bin ich denn hier gelandet? Wenn Ashley da ist. Ach, jetzt habe ich leider da diesen einen Vogel haben wir noch. Den können wir erstmal töten. Was hast du dabei? 300 Peseten. Na, ist ja toll. Bin ich denn gerade überhaupt auf dem Weg zu meinem Zielpunkt? Das ist so die Frage, die ich mir gerade stelle. Und noch ein gelbes Kraut, sehr geil. Bin ich denn da? Ja, ich bin auf dem Weg dahin. Nee, ich muss eigentlich wieder zurück. Cool. Na dann, gehen wir wieder zurück. Aber vorher kombinieren wir erst noch gelbes Kraut. Aha. Mit grünem Kraut. Und mit rotem Kraut. Nein, das nicht. Ah, das haben wir doch. Doch, das geht noch. Also ich könnte kombinieren, aber das möchte ich nicht tun. Ah ja, das wäre zu harte Stoff, gell? Das könnte man nicht mehr verkaufen. Richtig. Erstmal wieder ein bisschen Geld machen hier. In unserem Goldlux. Oh, in unserem Goldlux fehlen noch Schätze, die wir einsetzen müssen. Oh ja, jetzt habe ich wieder ein paar Frame-Einbrüche, aber das macht gar nichts. Wo ist
das Ding für den Goldlux. Ich bin mir sicher, dass ich das hatte. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich das hatte. Wo ist es hin? Weil eingesetzt habe ich es noch nicht. Wir hatten den roten schon vorher. Glaube ich. Oder bekomme ich den noch? Habe ich irgendwo einen Schatz übersehen? Nee. Komisch. Du guckst dir gerade deine eigenen Videos an. Ja, ganz kurz. Ja, das muss sein. Das muss sein. Ich verlinke euch LP Dax mal unten in der Videobeschreibung, wenn ich dran denke. Es ist immer so, bis ich die Videos hochlade, denke ich nie dran. Ich erinnere mich daran, mein Freund. Wäre sehr nett, ja. Kein Problem. Alter, ich bin mir sicher, dass ich diesen Stein aufgenommen habe. Oder bin ich gerade irgendwie schon ein bisschen... Ach du Scheiße. Da sind Armbrustschützen. Das heißt... Ja, ja, Go Hitler, schon klar. Go Hitler. Ja. Das sagen die, zumindest verstehe ich das immer. Ja, ich finde nur, dass sie da stehen und sagen, sie kein. Habe ich nicht gesagt. wer war das? Wer war das? Das frage ich mich auch. Der kommt heute zum Nachsitzen. Du darfst es dann dreimal aufschreiben. Kannst du Milo bitte herkommen? Nein, Milo, wir mögen dich doch. Was? Natürlich mögen wir ihn. Ja, ohne Milo wäre es auch nichts. Das stimmt. So. Naja, es läuft alles flüssig, sieht gut aus. Gefällt mir. Ich hoffe, ich habe das Ding aus Versehen nicht verkauft. Naja, wenn ich... Pech gehabt. Was für ein Ding? Dass ich ihn in Goldlux einsetzen kann, so ein Schatz. Ich hoffe nicht, du hast deine Juwelen verkauft. Meine Kronjuwelen, nee, die habe ich noch. Ach, schade. Ey! Noch eins von dir braucht man nicht. Danke! Ein Gobi auf der Welt reicht. Danke! Genauso wie ein Dachs auf der Welt reicht. Ja. Weil noch so ein Arschloch wie mich braucht man nicht. Nee. Gut. Ja, gut. Schon was, beschlossen. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Einsicht ist der Weg zum Besseren, ne? Sagt man immer so schön. Ja. So, jetzt dürfte ich aber richtig sein, oder? Nee. Ich bin schon wieder falsch. Ich bin schon dran vorbei. Sag mal, wo ist denn heute meine Orientierung? Am Arsch. Ja, und zwar an deinem, oder was? Nee. Nee, das wüsste ich. Nicht in meinem, nein. Diesen Namen möchte ich jetzt nicht aussprechen. An der Stelle wieder liebe Grüße an Milo. Den habe ich gerade nicht gedacht. Anna, dann keine liebe Grüße an Milo. Da war das. So, Schlüsselkarte einsetzen. Dann können wir Ashley hier rausholen. Weswegen ich ja eigentlich leider hier bin. Und dieses leider meine ich auch so. Wo ist sie denn? Ach, da sitzt sie. Leon, hi. Okay? Alles okay, Baby. Come on, let's get out of here. Ja, nichts wie raus hier. Alles klar, weg. Ende des Kapitels, Bombe! Nix, weg. Ja, halt die Schnauze, wir müssen gehen. Oh Schatz, ich brauch dich aber jetzt. Ganz tief. Nimm mich hier und jetzt! Nein, nee, wir haben halt keine Zeit. Meine Eltern warten schon. Ein Papierflieger mit Lippenstift drauf, mit einem Kussmund. Okay. Ich finde ja die Werbung so geil. Die eine Autowerbung da. Wo der Typ im Auto mit seiner Freundin streitet, sie hat eine Eltern. Sie geht jetzt, da fahren sie doch irgendwie zu der Frau, ihrer Familie. Ja. Und der sagt dann, ja, deine Eltern sind ja auch spießig oder so. Ja.
Und dann war sie halt voll pissig, dann schreibt er eine SMS an das Auto und sie ruft die auf. Ach ja, 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 klar. Mein kleiner süßer Schmollbraten. Ja, 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 ja. Man sagt ja immer, Männer sind immer so, denken nur ans Essen. Ja, ist ja auch so. Ah nee, ist ja Das ist ja auch so, die Männer denken ja nur ans Essen. Die kamen ja auch da rein, ja, mein kleiner süßer Schmollbraten. Ne? Weil er Hunger auf Braten hatte. Natürlich. So. Papierflieger. Vielleicht hast du es schon gemerkt, aber du kannst durch den Müllschacht fliehen. Danke, Ada, für diesen netten Tipp. Ich höre leider schon irgendwelche, Ja, ich höre auch irgendwelche Geräusche. Ja, ich höre... Ja, und einen Elektroschocker höre ich. Den höre ich auch. Ach, da vorne kommt er ja. Kann ich den durch die Tür erschießen? Ach, da ist noch so ein Vetter dabei. Ashley, komm mal mit, die können die Tür auch aufmachen. Ah, und da fliegt dem einen erstmal voll der Kopf weg. Das ist ja super. Bleib bitte vor der Tür. Nein, er bleibt vor der Tür. Ja, jetzt kommt noch so ein Typ mit dem Schild, ist ja Bombe. Was für ein Typ mit dem Schild? In der Ritterzeit sind wir da auch nicht mehr. Ja, die schon. Ich find's lustig, dass ich die gerade alle an der Tür hier abfange. Wieso? Wieso lässt du nicht, machst du es noch ein bisschen lustiger und rennst da einfach mal voll rein über den Strom? Weil ich das oft genug mache. Das mit der Tür hat schon Stil jetzt. Schade. Ich will nicht gern sterben sehen. Ich bin schon 7-mal in dem Spiel gestorben. Das ist relativ peinlich. Nee, ist relativ lustig. So, mehr Geld. Ashley, ganz schnell wieder zurück. Und Skype meldet sich mal wieder. Warum meldet sich denn dein Skype? Weil er mich mal wieder anschreibt. Ach so. Wer denn? Eine Freundin von mir. Ah. Ashley, warte doch bitte mal hier. Ich kümmere mich um den Typ ganz anders. Mal sehen, was mein Scharfschützengewehr so macht. Nix. Das Scharfschützengewehr, das ist kaputt, das kann ich nicht benutzen. Ja, doch. Weil du hast zu viele Zombies damit in den Arsch geschossen. Und er wollte eigentlich nur in den Kopf schießen. Weil Arschschüsse töten ja. Das hast du aus meinem letzten Resident Evil Part erfolgreich gemerkt, ja? Genau. Habe ich auch als Kommentar drunter geschrieben. Ja, ich hab's gelesen. So, jetzt können wir mal wieder meine Handfeuerwaffen nehmen, weil mir die Schrotmunition so langsam ausgeht. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Jetzt müssen wir da... Ach, durch den Müllschacht... Moment. Wir gehen mal mit Ashley da hinten nochmal zum Händler. Ich glaube nämlich, dass ich da was übersehen habe. Weil wenn es da nicht weitergeht... Dann, weil ich weiß, was jetzt als nächstes kommt und das wird nicht lustig. Also zumindest für euch wird es wahrscheinlich lustig, für mich eher nicht. Aber, solange jetzt keine Iron Maiden kommt und Ashley zerfickt, ist mir das eigentlich relativ egal. Aber normalerweise dürfte jetzt keine Iron Maiden erscheinen, die dürfte gleich wieder erscheinen. Ja. So, hier muss rausgehen zum Händler. Für den Händler will ich mir jetzt erst wieder ein bisschen Geld sparen, um dann sämtliche Sachen wieder aufzutunen. Stimmt, da oben. Pin my right, ne? Sag ich dazu noch. Mehr Geld. Oh, 5000! Da hat so eine dämliche Krähe 5000 dabei gehabt. Woher auch immer sie das Geld hat. Ja. Ist da oben? Das mache ich auch keine Elstern, ne? Sondern Krähen machen das, weil die ja auf Silber und Zeug und so abfahren. Ach so. Ah, da oben sind, da oben...
ist noch Bonus. Follow me. Ach, eine Sequenz. This is Leon. Request backup. I repeat, request backup. Tja, das mit dem Funkgerät funktioniert wohl nicht. Leider. Da liegt aber noch Gewehrmunition, die nehme ich liebend gern mit. Das war Ashley, die da gerade so stolz die Tür aufgeschlagen hat. Ich pump mir jetzt gerade nochmal ein paar Kräuter rein. So, mein Koffer hat... Er verliert an Platz. Was nicht unbedingt toll ist. So, tut mir leid, dass ihr jetzt diesen Weg noch ertragen musstet, aber ich habe gedacht, da oben wäre noch für den Goldlux das eine Teil, das ich hoffentlich nicht verkauft habe. Ich bin mir sicher, dass ich schon hatte. Und ich habe ja auch den richtigen Spielstand geladen, sonst würde ich ja jetzt hier kaum weiterspielen. Egal. Können wir denn bei diesen Krähen hier noch Geld farmen? Das wäre super. Vielleicht, nee, wenn du das jetzt erwähnt hast, geht es nicht. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, das ist so oft so, weil wenn man gerade so denkt, dass das geht und du sagst es, dann geht's nicht. Nochmal an alle Tierliebhaber, hier wurden natürlich keine echten Tiere verletzt. Nein, das waren nur ausgestopfte. Mit meinem Schnellfeuergewehr töte ich nur digitale Tiere. Nein, die wurden ausgestopft. Und dann wurde es ein Produzent gegeben und der hat es dann ja mit logischerweise mit der Kamera aufgenommen und dann bildlich bearbeitet, sodass es aussieht wie ein Anime. Geht ja auch heutzutage alles. Yeah. Und das macht auch jeder Produzent von einem Spiel. Natürlich. Weil man sich ja auch dadurch Geld spart, ne? Und Zeit. Natürlich. Total. Ach, das ist jetzt doof mit der einen Granate, die da unten bei meinem Heilmittel ist. Das sieht einfach im Koffer nicht schön aus. Aber da kann ich jetzt leider nichts machen. Tut mir leid an alle, die so Koffer aufräumen geil sind wie ich. Geht leider nicht. Ja, das macht voll Spaß eigentlich. Es riecht immer alles öffnen, gucken. Für die meisten ist es voll langweilig und die denken nur, renn doch einfach durch. Mach weiter. Ja. Aber du persönlich sagst, ja, vielleicht findest du ja doch was. Ja, das stimmt. Und ich habe ja eben auch noch was gefunden. Sich. Nämlich. Hast du es nicht gemacht, hast du nicht gefunden. Ja, nämlich Munition und eine Extrasequenz, mit der ich wahrscheinlich hoffentlich Verstärkung bekomme. Man weiß es nicht. So, kommen hier noch Gegner? Das ist so die Frage, die ich mir gerade stelle. Ist hier hinten noch was? Ist auch so eine Frage, die ich mir gerade stelle. Nein, ist nicht. Ist hier noch irgendwas drin? Nein. Gut, dann gehen wir die Treppe rauf. Ashley folgt uns, wir fliehen, wie uns es der Papierflieger befohlen hat, durch den Müllschacht. Kurz an die Tür, es hat geklingelt. Alles klar, bis gleich. Ich hoffe, das hat man gerade nicht gehört. Nein, man hat es nicht gehört, nein. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. Und wir machen in der Zwischenzeit weiter und laufen hier über Starkstromkabel. Und es macht uns einfach nichts aus, weder Ashley noch Leon, weil die beiden sind einfach tough und super hart. Und ja. Mal sehen. Oh, ich höre Gegner. Ach, warte, ich kann da eigentlich gleich meine Blendgranate verwenden. Die ich da überflüssig bekommen habe. Jetzt gib mir die Blendgranate. So. Nächstes Mal wieder zu der Handfeuerwaffe. Ja, die Tür, den Schalter muss ich aktivieren. Jetzt muss ich ihn aktivieren. Du wartest auch schön, Ashley. Finde ich sehr cool von dir, dass du einfach so wartest. Ah, noch mehr Geld. Guck mal da. Ashley, ich ziele doch nicht auf dich, obwohl ich das gerne würde. Wirklich. Nur ein paar Müllschachtakten. Hier ist nichts. Wenn das hier Müllschachtakten sind, weiß ich auch nicht.
Wenn dieser Laptop jetzt noch geht, weiß ich ja auch nicht. Prüfen, drücken. Scheiße. Kacke. Arschloch. Lass mich doch einfach in Ruhe. Du lässt Ashley in Ruhe. Und du gehst sterben jetzt. Würdest du jetzt bitte den Kopf verlieren? Wie viele Schüsse hat er da bitte ausgehalten eben? Ist auch egal. Ich habe leider nicht mehr genügend Munition. Für meine... Ah, da, Gewehrmunition. Hau mal gleich rein. So. Wechseln wir wieder zur Handfeuerwaffe? Ja, tun wir. So. So passt es dann wieder. Ashley, du darfst mir folgen. Und wir dürfen durch den Müllschacht fliehen. Looks like this is it. Ugh, it stinks. Nee. Sure does. No way, Leon. Way. Tja. Da sind wir in den Müllschacht gesprungen. Und jetzt kommt schon die nächste Iron Maiden. Da liegt sie auch schon. Das ist eine Iron Maiden. Leider ist es eine Iron Maiden. Das ist immer noch eine Iron Maiden. Vielleicht auf gut Glück. So. Ich glaube, irgendwas muss ich getroffen haben. Wie hast du das Ding bitte aufbekommen? Scheißegal. Gib mir dein Geld. Danke. Wow, das war glaube ich die letzte Iron Maiden vorerst. So, die TMP-Muni ist auch weg. Alter, jetzt haben wir wieder Platz im Koffer. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht, um ehrlich zu sein. Wenn nicht, müssen wir auf die Magnum umsteigen. Für die haben wir ja erst noch genug. Hilfst du mir bitte? Danke. Das mit der Iron Maiden hätte jetzt natürlich nicht sein müssen, mit dem vielen Munitionsverschwenden, aber mehr Spaß.